Pressekonferenz nach einem außergewöhnlichen Pokalfight, nach einem großen Thüringen-Duell. Wir warten noch auf die Getränke. Ich darf mich schon mal vorstellen, unser Gästetrainer Thomas Predaric, alter Freund von mir, aus der Bundesliga, und Volker Lutsch, den Trainer von Wacker Nordhausen und den Fred. Und den Präsidenten von Wacker Nordhausen, Nico Kleofas, der auf Wunsch der Presse auch an dieser Pressekonferenz teilnimmt. Ja, Thomas, das war ein Spiel nach 90 Minuten, in dem ihr glücklich noch zum Ausgleich gekommen seid, und ein Spiel nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen, in dem ihr vielleicht unglücklich ausgeschieden seid. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal hallo hier in die Runde. Ich muss erstmal hier ruhig bleiben, dass ich mich hier vernünftig auch artikulieren kann, weil es ist ja schon eine hitzige Partie gewesen und alles chronologisch aufzuzählen, das ist schon hier ein bisschen schwierig. Dass es hier eine hitzige Partie ist, in diesem kleinen Stadion, das ist uns ja eigentlich immer bewusst und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und heute muss ich sagen, wenn ich jetzt mich einfach mal so ein Stück weit nur in das Spiel reinversetze, ohne was drumherum ist, ja, da muss ich einfach sagen, da hat man etwa in der ersten Halbzeit 2-0 in Führung gehen müssen. Und wir sind dann leider nicht eiskalt genug, und wenn der Gegner uns diese Möglichkeiten gibt, ja, in der ersten halben Stunde 2 Tore schießen zu können, dann musst du das tun, weil dann hat der Gegner immer die Möglichkeit, ja, mit einem Treffer dann dementsprechend den Knockout zu setzen, weil das hat die Mannschaft von Nordhausen diese Klasse immer wieder über Standards und schnell Züge nach vorne ein Tor zu schießen. Ja, wir haben dann leider in der zweiten Halbzeit einfach nicht aufgepasst, wo wir dann einen Gegentreffer zugelassen haben und dann hat die Mannschaft Moral bewiesen, ja, und hat mit ihrem Willen und den hat man in den letzten Wochen auch schon gesehen, wir sind nicht die individuell stärkste Mannschaft, sondern wir sind die Mannschaft, die über den Teamgeist kommt. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und das hat sie heute auch wieder gezeigt. Und erklärt, dass du dann in Unterzahl dann hier und da mal was zulässt, das ist klar. Und dann kommt die 120. Minute, wo wir dann wieder allein vor dem Tor stehen, vor dem Gegner, und es dann wieder nicht schaffen, einen vernünftigen Torschuss aufs gegnerische Tor zu bekommen. Da hätte man im Prinzip auch noch vor dem Elfmeterschießen Nordhausen den Knockout geben können, haben wir nicht getan. Und so war das dann, wie du schon gesagt hast, doch wieder im Elfmeterschießen eine Glückssache. Zuerst hält sich aus dem Ball, dann verschießen wir zweimal und dann sind wir leider nicht zurückgekommen. Nordhausen hat es clever genutzt und wünsche Nordhausen für die nächste Runde alles Gute. Dankeschön. Danke, Thomas. Bevor nach der einigen Fragen bei den Trainer kommen werden, der Spieler hat ja schon angedeutet, hat ja irre viel Zündstoff gehabt, irre viel Thematik. Bitte, Wolfgang, dein Fazit zu diesem Spiel. Ich fange an mit der Steilvorlage. Wieder nicht ein 1-0 über 90 Minuten gerettet und dann aber angekommen. Ja, ich denke, dass die Jungs oder insgesamt die Mannschaft dieses Jahr eher den schwierigeren Weg geht. Das war, denke ich mal, heute fast ein Spiegelbild oder fast das gleiche Drehbuch wie in den Saisonspielen. Aber heute ist ein Tag, wo es keinen Ersatz gibt. Ja, du hast nur einmal diese Chance, im Pokal weiterzukommen, und im Endeffekt und am Ende des Tages zählt knallhart im Pokalwettbewerb das Ergebnis. Riesenglückwunsch an meine Mannschaft, Riesenglückwunsch an Jan Glinka, der das wirklich fantastisch gemacht hat. Auch die kleinen Details darf man da nicht vergessen. Ein Felix Müller, den wir aus Meusewitz geholt haben, 20 Jahre, schnappt sich den letzten Ball vor der Wand von Erfurt und macht das abgezockt. Ich freue mich ungemein für mein Team, ich freue mich für das Umfeld, ich freue mich für alle Beteiligten, für die Zuschauer. Es ist einfach insgesamt für uns schon eine harte Saison, wie auch erwähnt, wieder in der 90. Wenn es ein Punktspiel gewesen wäre, wäre es wieder 1-1 ausgegangen. Sehr, sehr schwierig, wir machen es nicht mit Absicht, die Jungs machen das nicht mit Absicht. Riesenfight, Riesenmentalität, viel Leidenschaft von beiden Seiten, aber wir haben das Ding gezogen, wir sind weiter und darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Ich wünsche auch dem Erfurter Trainer alles Gute, auch für die nächsten Spiele, und wir freuen uns auf die nächste Runde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja,
Nächste Runde, zwischendurch, bevor die Fragen der Kollegen kommen. Nächste Runde soll laut Fußballverband nächstes Wochenende wohl ausgelost werden, einfach irgendeinem Spiel, das der NDR übertragen wird. Und ist es klar, dass die klassentiefere Mannschaft ein Recht hat. Ansonsten die Erstgezogene. Also wenn Nordhausen gegen Jena ausgelost würde, wäre das Spiel im Albert-Kunz-Sportpark. So, jetzt die Kollegen der Presse, heute in sehr zahlreicher, hochqualitativer Runde. Wir begrüßen die Kollegen vom MDR, die Kollegen der Zeitungen aus Thüringen. Und ich hoffe, dass bei diesem Stoff, den diese 120 plus Minuten gegeben haben, jetzt die entscheidenden Fragen von euch kommen. Ihr wisst, ansonsten habe ich die Frage. Herr Brutaric, hat Ihre eigene Emotionalität, die dann dazu geführt hat, dass Sie hinter die Traversen mussten, irgendetwas das Spiel irgendwie beeinflusst, oder ist das dann egal, ob der Trainer 2 Meter am Spielfeld dran steht? Wissen Sie einfach, wenn wir keine Emotionen hätten, dann können wir keine Trainer sein. Und wir sind ja schon, sag ich mal, wir werden ja schon hart getroffen. Ja, jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt, aufgrund dieser Schiedsrichterentscheidungen, die wir einfach auch alle akzeptieren müssen. Und da kannst du ja teilweise ja gar nicht ruhig bleiben in deinem Rechteck oder Quadrat da drin. Ja, nach dem 1-1, wie ich sehe, ja, wird der George hier in dem 16er wieder gefällt, ja, und der junge Schiedsrichter ist da weiterlaufen. Und dann gehe ich mal 3, 4, 5 Meter aus meiner Zone raus, ja, und dann kommt die Beschwerde von der anderen Bank. Der Linienrichter hat ja noch nicht mal gesehen, dass ich meine Coaching-Zone verlassen habe. Nur aufgrund der Anweisung hier oder die Beschwerde von der gegnerischen Mannschaft ging der Linienrichter dann zum Schiedsrichter. Wir haben es beide nicht gesehen. Ja, und dann kommt er zu mir her und schickt mich dann, verweist mich dann vom Feld. Was ist das für eine Entscheidung? Er kann mich einmal beruhigen und sagen: Okay, Herr Predanac, Sie haben einmal die Coaching-Zone verlassen. Und alles ist in Ordnung, ja, und dann halte ich mich daran. Wo soll ich denn hin? Er wollte mich in den gegnerischen Block, wollte er mich schicken. Das ist eine Frechheit. Und dann letztendlich. Ja, dann muss. Ja, seid ihr mal in einem Quadrat, dann können wir weiter sprechen. Und der Witz ist ja noch dabei. Und da gebe ich jetzt auch nicht die Schuld an die Ordner, weil die haben ja auch nur eine Anweisung, letztendlich zu befolgen. Ja. Und wir haben uns dann so ein bisschen gekettelt und so ein bisschen geschubst und so weiter fort. Das kann doch einfach nicht sein. So, und das ist einfach dann auch die Aufgabe des Schiedsrichters, mal nachzudenken, wenn ich den Trainer runterschicke, ja, wo soll der überhaupt hin? Wir sind in so einem kleinen Stadion, ja, und da muss man mal überlegen, was er da macht. So, und vor allem, letzten Endes waren auch so 2, 3 strittige Situationen schon am Anfang, ja, wo er auch nicht abgeklärt reagiert hat. Ja? So, und so ein Schiedsrichter, so ein Spiel zu schicken, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Da muss man einfach mal den Verband einfach mal fragen, welchen Schiedsrichter schickst du zu so einem absoluten Derby, wo wirklich Coolness zeigen muss, abgeklärt sein muss, vernünftig mit den Trainern sprechen muss, ja? Und dann beruhigt uns einfach beruhigen. Und nicht einfach bei der ersten Aktion, ja, den Trainer runterzuschicken. Ich bin ja keiner an die Google gegangen, ich habe hier ein bisschen einmal richtig verhalten, ja, Entschuldigung dafür. Aber dann gleich den Trainer runterzuschicken, da habe ich gar nicht schön dafür gedacht. Du hast da fast was verwechselt, die Wissen hatte damals Kahn. Gegen dich. Das hat übertragen. Das Spiel. Und das hat Helmut Kuhn gegeben. Kein Blatt rot, sondern gelb. Genau. Weißt du noch? Ja. So, und ich. Und da haben wir nicht vergessen, es war auch kein Abseits. Nein. Der Linienrichter hat ja auch die Kamera. So, weiter die nächsten Fragen. Alles wunderbar. So, kommen wir in die Pressekonferenz vor. Ich höre. Bitte sehr. Ja, Herr Ulluk, endlich ein Sieg. Wie freuen Sie sich auf nächste Woche? Endlich mal eine Woche mit etwas mehr Ruhe, ohne Fragen von mir zu dieser Dame. Also ich finde diese charmante Art immer sensationell.
ich zu der Frage komme, denke ich jetzt nicht irgendwo da, das steht mir gar nicht zu, irgendwo da in die Wunde reinzugucken. Aber wir sollten da schon seriös sein. Es war ein hitziges Spiel. Und wir sollten vielleicht auch mit ein bisschen Abstand eine Lanze für die jungen Schiedsrichter brechen. Ja, wir müssen wissen, in welcher Liga wir spielen. Es sind junge Menschen, die das auch nicht absichtlich machen. Ich denke, es gibt auf beiden Seiten strittige Situationen. Und der junge Mann hat das in seinem Bereich sensationell gut gemacht. Ja, das sollte man auch in den nächsten Wochen auch Situationen gehabt. Ich habe sie doch auch aufsehen lassen. Ja, ja. Wenn man die Verlängerung sieht, dann ist es auch immer ganz wichtig, auch für so einen jungen Mann, dass da natürlich einige Situationen nicht korrekt sind, kann passieren. Und ich sage sowas, auch wenn wir mal verlieren. Ja, das ist weit weg vom Ergebnis her. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Zu der Frage, ich freue mich, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, jeden Tag darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich weiß, wo die Frage hinzieht. Wir können nur unsere Aufgabe seriös erledigen, dass wir, wie Sie auch heute gesehen haben, in gewissen Bereichen unsere Probleme haben, in gewissen Bereichen vielleicht noch nicht so diese Ruhe haben, das Spiel über die Zeit zu bringen, diese Routine, diese Abgeklärtheit. Daran werden wir arbeiten, daran arbeiten wir tagtäglich. Und heute ist aber auch mal so ein Punkt, wo ich denke, viele, nicht hier im Zelt, aber viele hätten uns natürlich heute gern fallen sehen, weil da erwartet man dann immer was. Ich bin sehr, sehr glücklich, nicht für mich, für meine Mannschaft, dass sie hier heute weitergekommen sind. Und deswegen freut es mich auch ganz besonders für die Jungs, die Woche für Woche, Tag für Tag hier wirklich sensationelle Arbeit leisten. Wenn ich mir da eine kurze Meinung erlauben darf, Volker, das klingt wie Toni Kroos nach dem Sieg gegen Schweden, der gesagt hat, vor damals allerdings 28 Millionen Zuschauern, viele in Deutschland hätten sich gefreut, wenn wir ausgeschieden wären. Ich glaube, das war genauso falsch wie diese Einschätzung. Ich glaube nicht, dass die Leute hier in Nordhausen kommen, um euch fallen zu sehen, sondern sollen uns unterstützen, den Erfolg in Nordhausen haben. Das war heute ein Erfolg der Welt. Was wollen Sie noch rausholen aus dieser Saison mit der Mannschaft? Erstmal genießen wir den Tag und dann gucken wir noch morgen, übermorgen, bereiten wir uns auf BRK vor und werden natürlich die nächsten Aufgaben in der Liga genauso angehen. Und es ist jetzt natürlich immer schwer, da irgendwo in die Glaskugel zu schauen, das kann ich jetzt nicht machen. Pokalfinale bleibt aber als hehres Ziel. Bei unserem Losglück nächste Runde müsste eigentlich jeder kommen. Deswegen gucken wir mal und denken da auch von Runde zu Runde. Ich würde mich noch dafür interessieren, Wolfgang, die Psychologie zu Mickels, der ja im Punktspiel im Nachschlusspfiff gegen Erfurt ausgerastet war, egal aus welchem Grund, eine 5-Spiele-Sperre bekommen hat, die natürlich nur für die Liga gilt. War das heute ein Risiko für dich, ihn zu bringen? Oder hast du im Training gespürt oder aus dir selbst heraus gespürt, er könnte heute so motiviert sein, dass er sich A im Griff hat und B das Tor macht? Lenz Mickels ist für uns mit seiner Geschwindigkeit wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler und das ist natürlich für uns auch mit der Sperre tut uns das weh, aber es ist nicht nur Lenz Mickels. Wir haben gerade in den Kreativbereichen Dino Negidovic, Lukas Scholz Spieler, die uns ausfallen. Da haben wir ein Tick Probleme. Aber es war für mich überhaupt keine Bauchschmerzen. Es ist ein toller Junge. Man hat es auch heute gesehen. Er gibt da in vielen Bereichen wirklich Vollgas. Und ich freue mich, wenn er dann regelmäßig wieder nach seiner Spielsperre wieder spielen kann. Ja, die letzte Frage, die schwerste Frage natürlich an Thomas Bredaric. Thomas, wie schwer ist es jetzt für dich als erfahrener Bundesliga-Profi und als Trainer, der ja auch schon eine erfolgreiche Station hinter sich hat, jetzt bis Weihnachten mit dieser Mannschaft
zu arbeiten in dem Umfeld, das seit Mittwoch mich sogar in Mallorca erreicht hat? Ich glaube, es ist nur eine Antwort. Wenn man die Mannschaft heute fighten gesehen hat, dann kann man nur stolz auf diese Mannschaft sein, sie trainieren zu dürfen. Ich denke, dass wir richtige Entscheidungen getroffen haben, diese Charaktere bei uns in der Mannschaft zu haben und sie weiterentwickeln zu können. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die steht mit hochtalentierten Jungs, die brauchen auch ein bisschen Zeit. So, jetzt versuchen wir die Finanzen auf die Kette zu kriegen und dann sicher schon zu groß in der Zukunft. Müsstest du der Mannschaft gegenüber eine Erklärung abgeben? Sind Gehälter bis Weihnachten gefährdet vom Trainer oder von der Mannschaft? Weil das, was an Meldungen nach Hause kam vom Insolvenzverwalter, hat sich ja dramatisch erhöht. Wenn das jetzt kurz vor 12 ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, aber wir haben die Möglichkeit, gewisse Dinge, sag ich mal, so anzupacken, wie man das halt in dem professionellen Fußball braucht. Man braucht, wir können aber braucht gute Sponsoren, die auch mal in den Köpfen machen und nicht einfach um den heißen Brei herumreden, sondern einfach sagen, so, ich unterstütze diesen Verein. Da braucht man natürlich auch ein vernünftiges Konzept, da braucht man vernünftige Leute. Ich glaube, die Leute, die jetzt hier am Werk sind, auf die kann man sich verlassen. Das hat man sich, glaube ich, in den letzten Wochen auch hart erarbeitet, weil das war nicht nur Beginnern so. So, und die Leute, die jetzt in RG investieren, ich glaube, das ist der gut investiertes Geld. Das glaube ich auch, denn Rot-Weiß Erfurt ist nicht nur eine tolle Pokalmannschaft von früher gewesen, die ich ja übertragen durfte gegen Ajax und gegen Groningen 1991, sondern auch eine feste Größe im deutschen Fußball mit dem neuen Stadion. Dir persönlich alles Gute, Holger an euch auch. Und Nico Kleofas, der Präsident, hat das Schlusswort. Denn Nico, ich glaube, das war ein emotionsgeladenes Spiel und auch von dir ist ein gewisser Druck abgefallen, wenn man das so vielleicht interpretieren darf. Ja, ich denke, das war heute schon ein Schlüssel-Spiel und ein richtungsweisendes Spiel für uns, ganz klar. Kompliment an die Mannschaft, aber auch Kompliment an RWE. Sag mal, ich glaube, in den 10 Jahren ist es mir das erste Mal gelungen, dass wir sie schlagen. Sonst waren wir immer dementsprechend hinten dran. Das eine Mal, Thomas, gönnst du uns. Wir sehen uns ja in ein paar Wochen wieder. Aber das war für uns schon ein Meilenstein und das sollen die Jungs genießen. Ich glaube, der Trainer hat ihnen jetzt bis Mittwoch freigegeben, dann können sie abschalten. Wir machen unseren Job dementsprechend weiter, haben ein schweres Spiel vor der Brust. Aber werden heute und morgen, ich speziell, ich komme gerade aus dem Urlaub, aber ich glaube, ich fliege heute Abend auch wieder, das sehr genießen, weil das ist geschichtsträchtig, das ist ganz wichtig für Nordhausen, das ist ganz wichtig für die Region. Ich bin stolz auf diese... Ich bin stolz auf diese Mannschaft und kann nur sagen, wir werden so weiterarbeiten, dann werden wir viele Freude haben. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch wichtig und das möchte ich ganz einfach auch in diesem Rahmen mal loswerden. Und das wünsche ich euch auch, Thomas, dass ihr das finanziell auf die Beine kriegt, weil ihr müsst schon in der Liga bleiben, sonst wird das sehr trist. Diese Fights werden fehlen, deshalb wünsche ich toll, 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 drücke die Daumen. Und wenn du sagst, das sind die richtigen Leute am Werk, dann sollte es auch funktionieren, dass wir diese Fights wie heute bei euch und im Allgemeinen ganz lange haben. Das tut der Liga gut, das tut uns allen gut. In dem Sinne, danke, schönen Abend. Vielen Dank, lieber Nico. Ich warte mit Angst gespannt auf die nächste Pokalauslosung, Viertelfinale, Thüringen-Pokal. Und wenn es ein Heimspiel in Jena gibt und der Präsident mich wieder anruft, bin ich wieder da. Das war's. Vielen Dank.